Schwimmen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So gehen wir heute früh ins offene Gewässer. Und da sage ich gleich mal herzlich willkommen hier bei DocSwim und einer weiteren Folge aus unserer Reihe Schneller Schwimmen, die Tipps. Wir wollen uns heute mal beschäftigen mit der Frage, ist der Dreierzug denn eine gute Idee? Ist er eine Wettkampftechnik? Wie sollte man damit umgehen? Denn auch im offenen Gewässer spielt das Thema natürlich eine große Rolle. Und insofern passt es doch wunderbar. Und jetzt geht's mal los hinaus aufs Meer. Da schwimmen sie, unsere wenigen Teilnehmer am heutigen Morgen. Ja, der Großteil, über 15 Personen, sind heute im Trainingszentrum und haben sich für das Training im Pool entschieden. Also eine kleine, feine Gruppe hier, weil wirklich ganz, ganz tollen Bedingungen. Unser Thema ist aber ja der Zweierzug oder der Dreierzug. Was ist es denn nun? Ja, möglicherweise hast du auch irgendwo gelesen, gehört oder dir wird gesagt, dass du den Dreierzug beherrschen solltest. Natürlich muss man sagen, ist eine gute Idee, variabel zu sein, zu beiden Seiten atmen zu können. Gerade vielleicht an einem Morgen wie heute, wenn die Sonne von einer Seite stark scheint oder vielleicht man Wellenschlag hat auf der einen Seite und man ist in der Lage, auf die andere Seite zu wechseln, dann ist das natürlich eine gute Idee. Deswegen ganz klar, es ist immer gut, ihn zu beherrschen. Nur, wenn du dich damit extrem schwer tust, dann muss es vielleicht auch nicht sein. Denn dann lernt man sich vielleicht etwas an, was dann auch gar nicht leistungsfördernd ist. Und das wollen wir ja im Grunde vermeiden. Und wenn es jetzt um Leistung geht, um das Schwimmen im Wettkampf, dann gibt es eine ganz glasklare Aussage und die lautet, der Dreierzug ist keine Wettkampftechnik. Aus folgendem Grunde, die Abstände zwischen den Atemzügen sind einfach zu lang, um eine hohe Leistung zu erbringen. Denn es steckt ja schon in der Begrifflichkeit drinnen, wenn dir Sauerstoff fehlt, dann wird es anaerob. Was wiederum bedeutet, wenn du zum Beispiel in einem Triathlon-Freiwasserwettkampf am Anfang schnell schwimmst, was ja alle tun, und dabei noch wenig atmest, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sich Laktat bildet. Und das ist alles andere als vorteilhaft. Das stört die Stoffwechselprozesse und es dauert noch länger, bis du in den aeroben Stoffwechsel hinüberwechselst. Vielleicht gelingt es dir auch fast gar nicht. In einem Triathlon, in einem relativ kurzen Rennen über die Sprintdistanz, kann das dann schon Auswirkungen natürlich haben, auch auf das Radfahren und auf das Laufen. Also, ganz klare Aussage, der Dreierzug ist keine Wettkampftechnik. Die Frage stellen, zu Recht, was ist denn nun, wenn ich mit dem Dreierzug sehr gut zurechtkomme? Ja, dann ist es einfach so, wie hier im offenen Gewässer kann man das sehr gut machen. Wäre eine Kombination vielleicht drei Zweierzüge, das heißt also dreimal zu einer Seite zu atmen und dann mittels eines Dreierzugs auf die andere Seite zu wechseln. So hat man die Gleichmäßigkeit bedient und gleichzeitig sichergestellt, dass genügend Atemzüge vorhanden sind, um die energetischen und Stoffwechselvorgänge abzusichern. Also insofern gibt es genug Kombinationen, mit denen man sich behelfen kann. Trainer sollten auch sehr genau hinschauen bei ihren Schützlingen, inwieweit sich der Dreierzug auch überhaupt als eine gute Methode darstellt. Denn oftmals sind die Zugmuster grundsätzlich unterschiedlich. Und wenn auf jedem dritten Zug anders geatmet wird, und das sind ja relativ kurze Abstände, dann ist das auch nicht immer gut. Also hier gilt es genau hinzuschauen und sich zu überlegen, was die beste Variante ist. Und wenn man sich mal den Spitzensport auch hier anschaut, da wo echt Leistung gebracht wird, natürlich bei den Seiteneinsteigern ganz genauso individuell, dann ist es so, dass ab 200 Metern im Grunde nur noch der Zweierzug geschwommen wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du bisher Dreierzug geschwommen bist, dann hast du dich entweder energetisch ungünstig verhalten oder du warst vielleicht nicht so schnell, wie du hättest sein können. Viele Überlegungen
stecken hinter dem Zweier- oder Dreierzug und der entsprechenden Wahl. Also daran sieht man ganz gut. Natürlich auch so gesehen Möglichkeiten zur Optimierung, genau hinschauen, vielleicht auch einfach mal durchmessen. Da wird man schon ein ganz gehöriges Stück schlauer. Einfach mal 25er stoppen im Dreierzug, Zweierzug. Und wenn sich da Unterschiede offenbaren, dann gibt das auch schon einen guten Hinweis darauf, was die bessere Variante ist. So, und wir schwimmen jetzt hier in den Playa del Duque, sammeln nochmal die restlichen Teilnehmer ein. Einer ist schon mal weiter nach Las Americas geschwommen. Das war's dann auch schon für diesen mit diesem kurzen Tipp. Und wenn du dich auf YouTube befindest, dann siehst du hier unten den Link auf die DocSwim-Seite, wo du nochmal ein paar Hinweise findest zu dieser Folge. Abonnier doch unseren Kanal, und wenn du dich auf der DocSwim-Seite befindest, dann trag dich doch hier rechts in den Newsletter ein. Dann wirst du informiert, wenn neue Artikel, Videos, Trainingspläne, sonstige Dinge erscheinen. Und wenn dich das hier interessiert, dieses Szenario, diese Erlebnisse, man muss wirklich sagen, grandios heute Morgen, dann schau doch auf die Website, die sich hier unten gerade einblendet. Und dort siehst du unsere Schwimmcamp-Termine. Und dann sehen wir uns hier vielleicht auf Teneriffa und cruisen mal an der Südküste Teneriffas, an der Costa Adeje entlang. Das klingt doch eigentlich ganz cool. So, und damit dann auch Tschüss aus Teneriffa. Bis nächste Woche.